dass du da bist und dir einen Moment Zeit nimmst für dich und deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und ich freue mich von ganzem Herzen, heute eine meiner absoluten Lieblingsmeditationen mit dir zu teilen. Diese Meditation ermöglicht dir eine kraftvolle Innenschau, denn ich führe dich in deinen inneren Garten. Das Schöne an dieser Meditation ist, dass sie jedes Mal anders ist. Du kannst jedes Mal erkennen, wo du im Leben gerade stehst und was du in den letzten Wochen und Monaten an Samen gesät hast. Diese Meditation hilft dir dabei, zu erkennen, was dir so richtig gut und was dir eben auch so gar nicht gut tut in deinem Leben. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen eine wundervolle Meditationserfahrung und eine richtig schöne Reise zu deinem inneren Garten. Dann schau erstmal, ob du diese Meditation im Sitzen oder Liegen machen möchtest. Fühl mal in deinen Körper hinein, was sich so richtig gut und stimmig gerade anfühlt. Während dein Körper die richtige Position findet, atme mal ganz tief ein und wieder aus. Mach's dir so richtig bequem. Schau nochmal, ob die Beine bequem sind, deine Arme. Vielleicht möchtest du an deiner Kopfposition noch etwas ändern. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Wir starten mit 3 ganz bewussten, tiefen Atemzüge, die deinen ganzen Körper erfüllen. Atme ganz tief in Richtung deines Kopfes ein und wieder aus. Nimm den 2. Atemzug ganz tief in Richtung deiner Brust ein. Spür, wie die Luft deinen Brustraum komplett erfüllt. Und wieder aus. Du spürst, wie es langsam ruhiger wird, wie der Alltag für einen Moment Pause hat. Und nimm jetzt den 3. Atemzug ganz bewusst in Richtung deines Bauches ein. Spür, wie die Bauchdecke sich hebt. Und wieder aus. Und während du spürst, dass dein Körper ganz langsam in diese wohltuende Entspannung eintaucht, erscheint vor dir eine Tür. Schau sie erst einmal ganz in Ruhe an. Was ist das für eine Tür? Vielleicht ist sie aus Holz, vielleicht aus Metall, aus Kunststoff, vielleicht aber auch aus Glas. Je länger du sie betrachtest, desto mehr wird dir bewusst, dass du dich gerade drinnen aufhältst und die Tür dich nach draußen führen wird. Geh einmal ganz bewusst 5 Schritte auf diese Tür zu. 1. Du spürst, wie der Alltag immer weiter in die Ferne rückt. 2. Du bist neugierig und voller Vorfreude, was dich hinter dieser Tür erwartet. 3. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein. 4. Atme ganz bewusst wieder aus. Und 5. Du öffnest die Tür mit deiner Hand und sie öffnet sich ganz langsam. Gib ihr ruhig einen kleinen Schubs, sodass sie ganz aufgehen kann. Hinter dieser Tür liegt dein innerer Garten. Schau ihn dir erstmal ganz in Ruhe an. Was siehst du? Siehst du einen kleinen Garten? Oder vielleicht einen großen Garten? Vielleicht ist er auch so riesig wie eine Parkanlage.
Schau mal, ob du einen Zaun wahrnehmen kannst. Oder ist da einfach endlose Weite? Tritt ruhig mal ein paar Schritte hinaus aus der Tür. Vielleicht musst du hierfür einen kleinen Weg oder eine kleine Treppe hinuntergehen. Schau dir alles ganz in Ruhe an, was du siehst. Vielleicht ist es ein ganz geordneter Garten. Vielleicht hast du Obst und Gemüse dort angebaut. Vielleicht ist es aber auch ein ganz wilder Garten. Alles darf genau so sein, wie die Natur es möchte. Mach dir einmal bewusst, dass es kein richtig und kein falsch für deinen inneren Garten gibt. Das Wichtigste ist, wie du dich bei dem Anblick fühlst. Atme mal ganz tief ein und achte beim Atmen darauf, ob du tief und endlos ein- und ausatmen kannst. Wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich frei? Ist alles so, wie es sich für dich stimmig anfühlt? Oder gibt es in diesem Garten irgendetwas, was nicht passt? Wenn du diese Meditation gerade zum allerersten Mal hörst, erschricke nicht, wenn noch einige Dinge nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Schau mutig und bewusst hin. Gibt es vielleicht Ranken und Unkraut, die wundervolle, schöne Blumen und Pflanzen verdecken, die durch deinen Garten wuchern und Pflanzen erdrücken? Schau dich um. Atme nochmal tief ein und achte darauf, ob dein Atem befreit, weit und offen ist. Oder ob er sich etwas beklemmt und eingeengt anfühlt. Und dann lass deine Aufmerksamkeit jetzt mal auf einen ganz bestimmten Punkt in diesem Garten richten. Auf einen Punkt, der vielleicht noch nicht so ist, wie du ihn gerne hättest, wie es sich so richtig, stimmig und wohl anfühlt. Und jetzt geh mal genau zu diesem Ort hin. Vielleicht ist es eine große Hecke oder ein großer Bereich mit Unkraut. Vielleicht ist es auch ein Bereich, wo vieles vertrocknet ist. Schau dich um, dein Garten zeigt dir genau das, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Und jetzt mach dir einmal bewusst, dass alles, was du in diesem Garten siehst, irgendwann von dir gesät wurde. Alles, was sich so unglaublich schön anfühlt, was so frei ist, so wild, so natürlich, aber auch alles, was geordnet und wunderschön ist, von dir arrangiert, genau wie du es liebst. Alles ist genau wundervoll, wie es für dich passt. Mach dir an dieser Stelle aber auch einmal bewusst, dass alles Unkraut, all das, was nicht in deinen Garten passt, was störend ist, was die lebendigen Pflanzen am Wachsen hindert, auch von dir gesät wurde. Schau mal, welcher Bereich sich gerade in dein Bewusstsein schiebt und geh hin, und schau mutig hin. In einem ersten Schritt gibt es nichts zu tun. Nimm einfach wahr, was du siehst und stelle dir innerlich die Frage, was diese Samen gesät hat. Vielleicht waren es die Worte von einem anderen Menschen. Vielleicht ist es der Konsum von Medien, von sozialen Medien, von bestimmter Nahrung, von bestimmten Getränken. Stell die Frage in dich rein, in deinen Garten und bitte deinen Garten darum, dir zu zeigen,
welchen Ursprung diese Samen haben. Vertraue darauf, dass der erste Impuls, der kommt, der für dich richtige ist. Vielleicht siehst du es als Bild, vielleicht kannst du es richtig hören. Vielleicht ist es aber auch eher ein Gefühl. Nimm einfach wahr. Und auch wenn es sich jetzt nicht klar und deutlich zeigt, vertraue darauf, dass es dir in den nächsten Tagen in deinem Alltagsbewusstsein klar und deutlich wird. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Mach dir einmal bewusst, dass alles genau in Ordnung ist, wie es ist. Hättest du in der Vergangenheit besser handeln können, bewusster handeln können, dann hättest du es gemacht. Und es ist so unglaublich wundervoll und wertvoll, dass du jetzt hier bist und dir Zeit für dich nimmst, dein Bewusstsein und dein Licht auf dieses Thema in deinem Leben zu richten. Und jetzt schau mal, welches Gartenwerkzeug erscheint, um dir bei der Aufarbeitung und bei der Lösung zu helfen. Vielleicht ist es Spaten und Handschuh, vielleicht eine Heckenschere, vielleicht auch eine Art Machete, vielleicht aber auch eine Gießkanne mit frischem, klarem Wasser. Es erscheint jetzt genau das, was du und dein innerer Garten für die Lösung dieses Themas brauchen. Gib dir die Zeit und den inneren Raum, dass es erscheinen kann, dass du es wahrnehmen kannst. Und dann schau, was es braucht. Vielleicht möchte das Unkraut gejätet werden, die Hecke geschnitten, trockene Pflanzen gegossen werden, lass dich überraschen. Vielleicht gibt es auch einen Baum, der gepfällt werden möchte, weil er Schatten auf den gesamten Garten wirft. Alles ist genau richtig, wie es sich jetzt zeigt. Und bei jedem Besuch in deinem Garten kann sich etwas anderes zeigen. Gib dir den Raum, das zu tun, was dein Garten jetzt gerade braucht. Und dann schau dich um. Gibt es noch einen Bereich, der gerade deine Aufmerksamkeit braucht? Geh hin. Nimm auch diesen Bereich ganz liebevoll in dein Bewusstsein. Frag deinen inneren Garten, wo die Ursache liegt, was die Samen gestreut hat. Lass dich überraschen, was die erste Antwort, der erste Impuls ist. Und dann bitte auch hier nach dem passenden Werkzeug, dem passenden Utensil oder der passenden Handlung, um dieses Thema in deinem Garten liebevoll zu lösen, damit dein Garten frei sein kann, atmen kann und sich genau so entfalten kann, wie er es möchte und wie er es braucht. Und dann schau dich noch einmal um. Richte jetzt ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf all die Wunder in diesem Garten, all die Pflanzen, die dein Herz berühren. Ganz gleich, ob es wilde Pflanzen sind, ob es wunderschöne Pflanzen sind, die lange liebevoll gezüchtet und gepflegt wurden, ob es essbare Pflanzen sind. Schau hin. Auch diese Pflanzen hast du durch dein Sein, durch dein Denken und durch dein Leben gesät. Du bist so unendlich wertvoll, so unendlich wunderschön wie dieser Garten. Schau es dir an. Nimm dir einen Moment Zeit und schau, was diese Pflanzen brauchen.
Vielleicht brauchen sie gerade einen Moment deiner Aufmerksamkeit. Vielleicht wollen sie liebevoll gegossen oder beschnitten werden. Nimm dir diesen Moment für dich und deinen inneren Garten. Und wenn du soweit bist, dann dreh dich langsam zurück zur Tür, die in dein Haus und zurück in den Alltag führt. Mach dir noch einmal bewusst, dass du von nun an, so oft du möchtest, an diesen Ort zurückkehren kannst. Mit dem ersten Blick durch die Tür kannst du genau sehen, wie es um deinen inneren Garten bestellt ist. Du kannst sehen, welche Samen du in der letzten Zeit gesät hast. Du kannst auch erkunden und erforschen, woher Samen kommen, die vielleicht Unkraut oder Dinge zum Wachsen bringen, die deinem Garten die Freiheit und die Luft zum Atmen nehmen. Und dann kannst du es mit deiner eigenen inneren Hilfe lösen. Geh nun zurück zur Tür. Wenn du soweit bist, dreh dich noch einmal um, nimm einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Schließe sanft in dieser Meditation deine Augen. Und gemeinsam nehmen wir drei wundervolle Atemzüge, die dich zurück in deinen Alltag bringen. Atme ganz tief ein, nimm nochmal den Duft und die Freiheit von deinem inneren Garten wahr und wieder aus. Nimm einen zweiten tiefen Atemzug ein, spür noch einmal die Kraft und das wohltuende Gefühl, was dein Garten in dir auslöst und atme auch hier wieder aus. Mit dem dritten tiefen Atemzug ein, drehst du dich um, machst einen großen Schritt durch die Tür und atmest ganz bewusst wieder aus. Du spürst langsam, wie dein Körper beginnt zu kribbeln. Fang mal an, deine Finger zu bewegen, deine Füße zu bewegen. Vielleicht möchtest du deinen Körper regeln und strecken. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen und spür nach. Sei ganz liebevoll und achtsam mit dir und den Erkenntnissen, die du aus dieser Meditation gewonnen hast. Sei geduldig mit dir, falls die Erkenntnisse nicht so klar waren, wie du sie dir gewünscht hast, und vertraue darauf, dass du in den nächsten Tagen all das in deinem Alltag ganz deutlich erkennen wirst, was dir nicht gut tut, und Samen in deinen Garten sät, die deinen Garten eher am Wachsen hindern, als ihn fördern. Das Wundervolle ist, dass du es ganz allein in der Hand hältst. All die Samen streust nur du. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag.